Also, ich hatte eine Pizza Salami bestellt. Okay. Und warum kommt ihr denn bitte mit Pilzen? Und ich so, alles klar. Und sie so, ja, ja, wirklich, echt? Hier ist Carradine, was brauchst du? Feuerkraft, Mann. Es wird immer übler da draußen, du weißt ja, wie das läuft. Wir brauchen dicke Wummen und du bist angeblich der richtige Mann dafür. Gasse hinter Nuno's Bar, 2 Stunden. Bada-bing! Turbo-Boost! Ich muss einen anderen Weg finden. Nie habe ich Zeit für Sightseeing. Was, du zählst es? Ich dachte, du traust mir. Sehr lustig. Hey, was ist das? Halt! Komm schon! Du seid... Oh Mann! Eine Geißel. Nicht gut. Los, gehen wir! Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt's Maul, sonst stopf ich's dir! Stopf dir das Maul, verdammt! Ich schwöre, ich bring euch beide um! Ich weiß, Onkel Ben. Die Geisel geht vor. Alles gut. Nur aufgewühlt. Hol dir den Irren. Ich muss Carradine einholen. Ich verspreche es, Onkel Ben. Diesmal kommt er nicht davon. Nichts hier zum Netzen. Er kann nicht weit gekommen sein.
Gott. Notrufzentrale, wie kann ich helfen? Ich muss eine Leiche melden. Das behalte ich dann wohl mal. Ich muss schneller werden. Ich verstehe schon, Doc. Ich weiß, wie das läuft. Ich erzähle Ihnen, dass mich meine Eltern geschlagen oder auf den Kopf geworfen haben. Schreckliche Kindheit. Buh. Klar, sowas gab es auch. Mein Vater hat mich bewusstlos geschlagen. Meine Mutter hat gesoffen. Aber das machen viele durch und enden trotzdem nicht wie ich. Ich sag Ihnen, wie es wirklich war. Als Kind habe ich die Wahrheit gesehen. Das Leben bedeutet gar nichts. Nur der Tod zählt. Tante May wird das früher oder später erfahren. Ich will nicht, dass sie alleine ist, wenn es dazu kommt. Mir ist die Straße ausgegangen. Ich gehe besser nach Hause, bevor Tante May noch die Polizei nach mir suchen lässt. Warum dürfen gute Kerle keine Lakaien haben? Es ist nichts Schlechtes an Lakaien und ich könnte jede Hilfe gebrauchen. Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. Der Kerl, der Onkel Ben getötet hat, ist tot. Man könnte meinen, dass mir das Frieden bringt. Das tut es aber nicht. Nicht mal annähernd. Dass ein Serienmörder frei herumläuft. Einer mit einem besonderen Merkmal. Er jagt andere Mörder. Sein letztes Opfer ist Dennis Carradine, verurteilter Mörder und Waffenhändler. Carradine war der Haupttäter der Schießerei in Queens letztes Jahr, der Benjamin Parker zum Opfer fiel. Einige New Yorker, mit denen wir gesprochen haben, begrüßen die Tatsache, dass die Kriminellen von der Straße geholt werden. Hey, da möchte jemand mal richtig aufräumen? Ich hab nichts dagegen! Die Polizei weist jedoch auch auf eine Gefahr für die Allgemeinheit hin. Diese Person ist ein gefährlicher Psychopath. Er geht extrem brutal vor und hinterlässt die Buchstaben CK in Blut als Kennzeichen. Die Tatorte sehen so schrecklich aus, dass selbst erfahrenste Beamte schockiert sind. Aufgrund der Buchstaben und der Grausamkeit der Verbrechen nennt die Polizei den Mann den Carnage Killer.
Sollten Sie über Informationen verfügen, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Whitney Chang für das Daily Bugle News Network. Schrecklich. Ach, aber wenigstens ist es nun vorbei. Der Mann, der uns Ben genommen hat, wird niemandem mehr wehtun. Vielleicht finden wir jetzt Frieden. Peter, was ist mit dir? Du fühlst dich also besser? Mein Mann ist noch immer tot. Das wird für immer wehtun. Du meintest, wir könnten jetzt vielleicht Frieden finden? Ja. Jetzt, da wir diese Fragen endlich los sind. Wo ist er? Warum finden Sie ihn nicht? Blicken wir jetzt nach vorne. Aber wann werden wir wieder glücklich? Wir werden wieder glücklich, Peter. Ich verspreche es dir. Tante May, es ist nur... Ich bin froh, dass... Ich weiß, das ist falsch. Du bist erleichtert, dass ein böser Mann niemandem mehr wehtun kann. Das ist was anderes. Du bist froh, dass ein Mörder bestraft wurde. Daran ist nichts falsch. Ich weiß, aber ich... Ein Teil von dir wünscht sich, du hättest ihn bestrafen können. Ja. Das hätte Ben nicht gewollt. Er wollte, dass du hart arbeitest, einen Abschluss machst, eben alles, was du so gemacht hast. Wo er auch ist, er ist sehr stolz auf dich und ich bin's auch. Ich hatte mir gewünscht, dass diesem Carradine schlimme Dinge geschehen. Das ist völlig normal. Er hat deinen Onkel getötet. Ja, aber... Peter Parker, Schuldgefühle wegen Ben sind schlimm genug. Das wirst du nicht auch noch auf dich nehmen. Wieso soll's deine Schuld sein? Hast du ihn getötet? Nein. Er war ein Verbrecher. Er hatte mit schlimmen Leuten zu tun. Darüber hatte er ganz allein die Kontrolle. Was hättest du schon tun können? Du hast Whitney Chang gehört. Es gibt Leute, die dem Carnage-Killer danken. Ich kann das irgendwie verstehen. Das ist was anderes, als es gut zu heißen. Du bist ja nicht froh, dass dieser Carnage-Kerl da draußen mordet, oder? Du willst doch auch, dass er von der Straße verschwindet. Ja. Ja, schon. Und das wird er. Tante May, mach das mal lauter. Wir haben soeben von einer Geiselnahme bei Oscorp erfahren. Bewaffnete Männer haben mehrere Mitarbeiter in ihre Gewalt genommen. Oh nein! Überwachungsaufnahmen zufolge ist ihr Anführer der Berufsverbrecher Herman Schulz. Schulz? Was? Gwen, sie macht dort immer noch ihr Praktikum. So spät noch im Büro? Nein, aber ich sollte sicher gehen. Das ist eine gute Idee. Ich war immer der Meinung, ihr hättet euch nie trennen sollen. Warte nicht auf mich. Das tue ich immer. Schulz ist meinetwegen entkommen, wenn er jemanden verletzt. Nein, dieses Mal nicht. Oh nein, ich muss darauf. Oh Mann, die Leute brauchen Hilfe.